Ich bin nervös. Mein Opa hat mir 6.000 Euro auf den Weg mitgegeben nach Europa, um mir ein besseres Leben aufzubauen. Ich machte mich auf den Weg, ließ alles hinter mir. Meine Freunde, meine Familie, alles. 4 Monate vergingen nach meiner Abreise. 4 Monate voller Angst, Aussichtslosigkeit, Verzweiflung und Trauer. Ich sah mit an, wie meine eigenen Freunde im Meer ertranken. Tun konnte ich nichts. Jetzt sitze ich in einem Boot mit 200 weiteren Personen, die ich auch nicht kenne, die aber alle dasselbe durchgemacht haben wie ich. Was mache ich jetzt? Was wird nun geschehen? Das sind Fragen, die sich die Flüchtlinge jeden Tag, jede Stunde, sogar jede Minute stellen. Doch der wesentliche Punkt ist doch, wo kommen diese Leute hin, wenn sie bei uns angekommen sind? Viele kommen in Flüchtlingsheime, in Siedlungen, die ja beinahe einem abgrenzenden Ghetto ähnlich sehen. Was ist die Gefahr von so einem Abgrenzen und ist es dann überhaupt noch möglich, ein neues Leben aufzubauen oder zumindest für eine gewisse Zeit ein erfüllenderes Leben zu haben? Ghettos gab es schon im Zweiten Weltkrieg und wir alle können mit dieser Zeit wohl nichts Gutes in Verbindung bringen. Heute nennen wir es Little Italy, Chinatown und Molenbeek, um nur 3 bekannte Formen zu nennen. Nehmen wir es genau, hat sich in den letzten 70 Jahren wohl wenig verändert. Die Flüchtlinge kommen in kleine Wohnungen in Vororten, von großen Städten ohne Arbeit. Dabei wird die Wut immer größer und die Radikalisierung steigt. Die Leute fühlen sich abgestempelt als Menschen dritter Klasse und schließen sich zusammen. Auf einmal sind die Menschen, die in Frieden leben wollen, bereit, Gewalt auszuüben. Und dann gibt es da einen in der gegenüberliegenden Wohnung, der die Lösung hat. Für alle Probleme, jeglicher Art. Man bekommt sehr viel Geld und gehört zu einer Gruppe dazu. Was will man mehr in so einer Situation? Die Gruppe, wegen der man geflohen ist, ist jetzt die Gruppe, der du angehörst. Aber ist das die Lösung, die wir wollen? Wo bleibt da die Integration, von denen wir die letzten Monate und Jahre geredet haben? Die Leute können sich doch gar nicht bei uns gut integrieren, wenn wir nichts von ihnen mitkriegen. Sie leben in Wohnungen in ein paar Orten. Und wir sind für sie Fremde. Das Gleiche beruht auf Gegenseitigkeit. Integration muss von uns beiden kommen, von beiden Seiten, nicht nur von einer. Jetzt müssen wir uns aber selbst die Frage stellen, wollen wir diese Ghettos? Wollen die Leute, die zu uns kommen, das ihr Zuhause nennen? Ich kann wohl zu 100% sagen, nicht. Darum möchte ich, dass der 50-Punkte-Plan schnellstmöglich in die Tat umgesetzt wird, damit Ghettos bei uns erst gar nicht entstehen können. Denn sonst glaube ich, dass die Vorfälle von Paris und Brüssel nicht die letzten sein werden. Das Entscheidende ist doch, dass in Österreich noch immer ein Drittel aller Orte keine Flüchtlinge aufgenommen hat. Wir müssen in jedem Ort und jeder Gemeinde Flüchtlinge aufnehmen, in kleinen Gruppen, die unterteilt werden in Arbeits- und Integrationswillen. Vielleicht ist dann der Mann, der mir in 5 Jahren auf der Straße begegnet, nicht der Flüchtling, der 2016 nach Österreich kam, sondern mein bester Freund. Liebe Politiker, bevor Sie also Waffen und Abgrenzungs-, Abschottungs- und Abwehrinvestitionen tätigen, stellen Sie doch endlich das Geld für Integration zur Verfügung, damit auch noch meine Enkelkinder friedlich und glücklich leben können. Applaus